Hallo Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Papierkram, so wie wir ihn aktuell handhaben und auch ablegen. Und ich vermute, das Video wird nicht sonderlich scharf, zumindest einzelne Frequenzen, denn meine Kamera war der Meinung, lieber Lena, hättest du mal den Akku geladen, könntest du heute auch Video drehen. Leider ist heute schon Dienstag, bedeutet, ich muss das Video jetzt drehen, heute noch schneiden, hochladen, damit ihr es euch morgen am Mittwoch angucken könnt. Yeah! Organisation ist eben einfach alles. So, es geht jetzt mal erstmal so um die Grundlagen, Dinge, die ich als sehr praktisch empfinde. Im Grunde tut es aber einfach auch nur ein Zettel und ein Stift und ein Computer. Weitere persönliche Grundlagen oder Dinge, die ich einfach als sehr nützlich empfinde, sind zum Beispiel ein Shredder. Ein Shredder, das erkläre ich euch nachher noch oder erkläre ich euch besser jetzt schon. In der untersten Kategorie, darauf gehen wir aber nachher noch genauer ein, geht es einfach darum, sämtliche Sachen, die ja weg können, die aussortiert wurden, die nicht mehr benötigt werden, wo unsere Adresse, wo irgendwelche personenbezogenen Daten draufstehen, die shredder ich natürlich. Wenn ihr es nicht so genau nehmt oder eure Sachen eben immer schön ja zerreißt, tut es natürlich auch ein einfacher Papierkorb. Ein Scanner empfinde ich noch als sehr wichtig, weil viele Dinge möchte ich aufheben, die brauche ich jetzt aber nicht in der Originalversion und die scanne ich mir ein und lege die auf meinem Computer ab. Dann habe ich noch zwei Festplatten unter anderem dafür, für Sicherungskopien, also einmal für unseren Privatkram als Sicherungskopie und das zweite für sämtliche YouTube-Videos mit Fotos, Schnitt etc. Eine kleine Aufbewahrung ist natürlich wichtig. Wir haben hier oben diese Aufbewahrungsboxen. Da gehen wir aber dann gleich nochmal näher darauf ein und ich habe auch, wie ihr sehen könnt, Ordner. Das sind Ordner vom Verein, die ich brauche, weil ich ja erster Vorstand ehrenamtlich in einem Verein bin und dazu brauchte ich eben diese Ordner für unseren Papierkram. Tun es aber diese zwei schicken Kästen, die ihr hier oben seht, völlig. Da gehen wir aber gleich noch genau darauf ein, was in welchem ist und wie die organisiert sind. Ich persönlich finde ja dann auch noch mein Labelmaker, also sprich mein Dymo, sehr, sehr wichtig. Aus dem ganz einfachen Grund, ich beschrifte so gut wie es geht alles. Natürlich jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt so in diesen Beschriftungswahn verfallen bin, dass ich jetzt unser Toilettenpapier mit Toilettenpapier beschrifte. Aber für mich ist eine gute Beschriftung einfach das A und O und ich habe sie auch hier für unsere Ordnerrücken genutzt, um es einfach zu beschriften und aber auch designtechnisch ein bisschen netter zu gestalten. Die, die jetzt schon länger zugucken, denen ist aufgefallen, unser Büro war früher mal ganz anders. Ja, das ist richtig. Ich habe es mehr jetzt von unseren Bedürfnissen angepasst. Hier oben links werdet ihr natürlich die Videos finden, wie unser Büro vor 2 Jahren und jetzt eben im Laufe der letzten 2 Jahre sich entwickelt und auch verändert hat. Stifte sind natürlich essentiell und auch Notizzettel oder aber auch ein Notizblock, wo ihr euch Sachen aufschreiben müsst, die wichtig sind oder möchtet oder wollt. Ihr könnt euch das auch ins Handy tippern. Ich bin aber immer noch der Stift- und Zettelmensch, der sich dann einen großen Block nimmt, dann draufschreibt Sachen, die wichtig sind, zu erledigen sind, die mir so zwischendrin mal einfallen, wenn sie nicht in unserem Posteingang durchsortiert wurden, damit ich sie einfach nicht vergesse. Locher und Tacker, je nachdem, was für eine Ablage ihr habt. Hier bei den Ordnern brauche ich natürlich einen Locher, damit mir die Papiere nicht wild um die Ohren fliegen. Und einen Tacker, um bestimmte Vorgänge aneinander zu tackern, damit ich zum Beispiel weiß, Rechnung, Bezahlung, Schriftverkehr dazu, klack, einmal zusammengetackert und fertig. Jetzt gehen wir aber ganz genau auf die detaillierten Boxen und unseren Posteingang ein und sehen uns dann gleich nochmal. So, okay, jetzt befinden wir uns hier vor dem Posteingang. Also, wir sortieren natürlich das Ganze. Das hier ist von IKEA, genauso wie dieses schicke Teil. Ich verlinke euch den Namen auf alle Fälle unten in der Videobeschreibung oder aber ich schreibe es euch hier einfach mit rein ins Bild. So, also, das erste Fach hier oben ist komplett für die Steuer. Da haben wir unseren Ordner drin. Hier kommen unter dem ganzen Jahr, also jetzt für die Steuer 2018 ist hier alles drin, alles was so in Unterlagen reinkommt, wo ich genau weiß, das brauche ich jetzt dann demnächst, um die Steuer in 2019 für 2018 zu erledigen, landet hier drin. Im zweiten Fach ist das To-Do, also heißt, hier kommen Rechnungen rein, die ich überweisen muss oder die wir überweisen müssen oder eben auch Aufgaben, die wir oder Briefe oder Schriftstücke, die einfach beantwortet werden müssen. Im
dritten Fach ist die Kategorie Scan. Scan bedeutet für mich, diese Sachen muss ich einscannen und mir auf den Computer abspeichern oder aber auch auf meiner externen Festplatte, damit ich dann diese Unterlagen einfach auch entsorgen kann. Das heißt, es sind wichtige Unterlagen, aber jetzt nicht so wichtig, dass ich die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufbewahren muss. Ablage. Ablage bedeutet, das gehört in eine unserer zwei großen Boxen mit rein, ist nicht zu beantworten, ist einfach nur strikt nach den Aufbewahrungsfristen aufzuheben. Und last but not least, die schönste Kategorie ist die sogenannte Runterablage oder auch wie in meinem Fall Shred, also sprich steht für Schreddern. Werbung oder ja, Rechnungen, die schon bezahlt sind, die weg können. Alles so, ja, wo meine Bankverbindung draufsteht, wo unsere privaten Adressen draufstehen, wo Versicherungsdaten draufstehen wie Krankenkasse, Lohnsteuernummern oder irgendetwas, womit man rein theoretisch, wenn man denn kriminelle Energien hat, Blödsinn anstellen kann, landet in dieser Kategorie Shred. Da wird alles geschreddert, was man einfach ja, weghaben will, wo man nicht möchte, dass damit irgendjemand dann zum Arzt geht und sich, keine Ahnung, Also da landen alle Sachen drin, wo personenbezogene Daten drauf sind, die einfach geschreddert gehören. Wenn wir uns jetzt die Aufbewahrungsbox mit Privat- und Steuer zu Gemüte führen, seht ihr hier vier verschiedene Farben bzw. fünf. Gelb ist für Liam, unseren Kleinsten, grün ist für Alex, unseren Großen, rot ist für meine Wenigkeit und blau steht für meinen Mann. Braun sind unsere Versicherungen wie unsere private Haftpflicht und unsere Hausratversicherung. Bei den Kindern habe ich pro Kategorie, es sind insgesamt vier Stück, in vier Abteile unterteilt. Die erste ist Rente, also da ist alles drin für ihre Rente, Rentenversicherung, Steuernummer und so weiter. Die zweite Kategorie steht fürs Kindergeld. Die dritte Kategorie ist Kindergarten, Schule oder Ausbildung. Und der letzte Hängeordner ist mit die Kategorie wichtig. Da sind dann die Geburtsurkunden unter anderem drin. Bei uns Erwachsenen, also bei meinem Mann und mir, habe ich in fünf Kategorien unterteilt. Demzufolge hat jeder von uns fünf Hängeregister zur Verfügung. Die erste ist das Auto. Die zweite ist die Arbeit. Das dritte ist die Bank. Das vierte ist die Rente. Und da ist jetzt nicht nur die staatliche Rente, so Gott will, wir irgendwann mal kriegen, sondern auch unsere private Rentenvorsorge mit drin. Und unter wichtig sind auch unsere Geburtsurkunden drin, mein Scheidungsurteil zum Beispiel. Und eben einfach wichtige Unterlagen, die lebenslang aufbewahrt werden müssen, die wir jetzt nicht zur Seite packen wollten. Wenn wir uns jetzt den zweiten Ordner angucken, beziehungsweise die zweite Ordnungskiste mit Rechnungen und YouTube, finden sich da insgesamt 26 Hängeregister drin. Die sind, ja, zwei Jahre sozusagen. Einmal ist da ein schöner gelber Ordner von IKEA, das heißt, da sind alle Rechnungen drin, alle Bestellquittungen drin. Hier geht es einfach darum, bei IKEA zum Beispiel auf unsere neue Küche haben wir 25 Jahre Garantie und das wird alles hier in diesem IKEA-Ordner gesammelt. Hier sind auch, ich weiß nicht, warum er da drin ist, aber eigentlich gehört er in die andere Ablagebox. Schön, wenn es dann doch so organisiert ist, wenn man ein Video dreht. Da seht ihr auch unseren Steuerordner. Da sind unsere bisherigen Steuerbescheide drin. Die muss man ja auch sehr lange aufbewahren. Das klären wir aber ganz genau noch am Samstag. Und dann seht ihr hier einmal die Monate Januar bis Dezember in Pink und dahinter die Monate Januar bis Dezember in Blau. Blau sind sämtliche Quittungen, also alles, was man in meinen Videos gesehen hat 2018, sind dort in Blau die einzelnen Quittungen nach Monaten sortiert. Hat natürlich den Vorteil, dass ich mir jetzt nicht überall Werbevideo auf meine Videos klatschen muss, auch wenn es unbezahlte Werbung ist, nur weil ich ein Spülmittel zeige oder aber weil ich mir dieses und welches Natron gekauft habe oder euch sage, wo ich mir was besorgt habe. Somit kann ich immer relativ ganz schnell nachweisen, pass mal auf, mein Freund, abmahnen brauchst du mich nicht. Ich habe das alles schön brav selber bezahlt. Die vordere Kategorie in Pink von Januar bis Dezember ist jetzt das aktuell laufende Jahr und die wird praktisch jetzt gefüllt.
Und sollte ich auch nur Toilettenpapier kaufen, was man dann bei einem Video sieht in unserem Badezimmer, kann ich auch das nachweisen, dass ich das selber gestellt oder selber bezahlt habe und nicht zur Verfügung gestellt bekommen habe. Diese Unterteilungen haben wir gemacht. Die Kassenzettel heben wir insgesamt bis auf IKEA und bis auf die Steuer und bis auf die Kassenzettel, wo ja Geräte gekauft wurden, die längere Garantieansprüche haben. Sonst heben wir alles nur 2 Jahre auf, der Rest dann eben individuell länger, was wir dann auch am Samstag klären werden, wie lange man was aufbewahren sollte. Und dann werden diese Unterlagen nach Fristablauf durch unseren Schredder gejagt. So, nachdem wir jetzt die ganzen Sachen kurz durchgegangen sind und ich euch das gezeigt habe, würde ich euch bitten, am Samstag auf alle Fälle noch mal vorbeizuschauen, denn am Samstag auch um 9.30 Uhr gibt es dann das große 10 Weeks Organizing Challenge rund um den Papierkram. Sämtliche Privatpapiere werden jetzt bis Samstag, ab heute, wenn ich es noch schaffe, aber ab heute fange ich an, werden sämtliche Unterlagen aus unserem Privatkram, die nicht sowas von extrem wichtig sind, dass ich sie wirklich bis an mein Lebensende im Original aufbewahren muss, wird umgestellt auf papierloses Büro. Bedeutet, ich werde es scannen, ich werde es auf meinem Computer organisieren, eine Sicherungskopie auf meiner Festplatte machen und ich habe dazu auch eine ganz tolle kostenfreie App gefunden, falls ihr keinen Scanner habt. Diese App werde ich ausgiebig testen bis Samstag und sie euch dann da vorstellen. Und das ist kein Sponsoring, das ist einfach nur der Special-Tipp für Leute, die einen entweder sehr langsamen Scanner haben, so wie ich, oder aber für Leute, die gar keinen Scanner haben und bestimmte Unterlagen einfach nur auf ihrem Handy organisieren möchten oder aber auch die einfach wirklich sagen, okay, ich möchte das nur einscannen per App, per PDF auf meinen Rechner ziehen und dann dort ablegen mit Kopien sonst wohin. So, dann wünsche ich euch auf alle Fälle noch eine ganz tolle Woche bis Samstag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Alina.